Also, meine lieben Leute, es geht wieder rein. Wir sind am Start mit Jujutsu Kaisen. Ich habe sehr Bock. Es wird heute wieder total brachial werden. Das Thema geht sehr viral, ist in aller Munde. Ich denke, in der Anime-Community gibt es niemanden, der nicht darüber redet. Also, wieder sehr, sehr krasses Thema heute. Heute ist wieder ein besonderer Tag. Jujutsu Kaisen Leaks sind da. Und wir sprechen natürlich vorab über das neue Kapitel. Wir haben erst vor ein paar Tagen über das letzte Chapter gesprochen, jetzt also wieder am Start mit den neuen Inhalten. Gojos Comeback steht vor der Tür, aber Gojo selber ist es natürlich nicht am Ende des Tages. Das Ganze war ein Bait, das Ganze war eine kleine Verarsche, wenn man so will, von Gege Akutami. Hätte man sich teilweise schon denken können. Wir haben ja einerseits mit dem Gedanken gespielt, dass er vielleicht doch wieder gepult werden könnte. Auf der anderen Seite gab es aber auch zig andere Möglichkeiten, was man sonst hätte machen können. Halluzination, stirbt Sukuna, sieht er einen Geist, ist das ein anderer Charakter? Hat Kenjaku sich Gojos Körper geschnappt. Die Rückmeldung und das Feedback der Leute ist aus der Zwiegespalten, habe ich den Eindruck. Also ich habe Kommentare gesehen von Leuten, die meinen, ey, ich höre jetzt auf mit JJK, ich drop das finde ich scheiße. Ich habe aber auch Kommentare gelesen von Leuten, die das ziemlich nice finden als Reveal. Wir sprechen heute natürlich über alles, über Gojo, über Yuta, über den Reveal, aber auch über den generellen aktuellen Manga-Verlauf und wie weit JJK theoretisch noch gehen könnte. Ich habe mir da nämlich einiges zu angesehen und werde da heute mal all meine Gedanken zu äußern. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Schreibt gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein und wir starten mal mit dem Chapter. Also, kommen wir direkt zum Goat himself. Es ist natürlich Yuta hier an der Stelle. Nicht Kenjaku, der sich Gojos Körper rangeholt hat, sondern Yuta hat mit der Copy-Technik Kenjakus Technik kopiert und dementsprechend das gleiche abgezogen wie Kenjaku bei Geto zuvor. Also Yuta ist hier derjenige in Gojos Körper und kann jetzt seine Techniken anscheinend verwenden, was sehr krass ist. Am Ende des Kapitels droppt er auch die Domain Expansion. Alter, das ist einfach nur überbroken. Also ich bin sehr gespannt, was Sukuna da jetzt im weiteren Geschehen noch machen möchte, weil wenn du jetzt Full Power Gojo wieder zurückholst, kombiniert mit Yutas Fähigkeiten, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was Sukuna noch abziehen möchte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Akutami safe wieder 10 neue Power-Ups sich aus dem Arsch zieht, damit Sukuna noch länger bestehen bleibt. Also tut mal nicht so, als wird der nächste Chapter sterben. Sollte vielleicht in so eine Richtung gehen, aber wird wahrscheinlich eh nicht passieren. Vielleicht gibt es auch gewisse Beschränkungen, dass Yuta die Kräfte gar nicht richtig nutzen kann oder vielleicht wird er abgestoßen von Gojos Körper oder wie auch immer. Generell ist dieses Kapitel sehr viel Flashback. In der Gegenwart passiert hier nicht viel, außer der Reveal und die Domain am Ende. Um das mal alles abzuklappern, kommen wir erstmal auf eine Sache zu sprechen, die ich sehr gut finde an dem Reveal und zwar Yutas Development. Ich finde tatsächlich, dass es sehr passend ist, wie Yuta hier dargestellt wird. Hier wird nämlich davon gesprochen, dass man ja etwas so Unmenschliches tun würde, sich eben Kenjakus Technik zu bedienen, also sich quasi an einer Leiche vergreift, so mäßig, und Yuta selber zu einem Monster wird, wie es seine Vorgänger sozusagen, also Gojo in dem Fall, oder vielleicht auch Geto, ich sage extra Geto, weil hier in dem Kapitel nochmal Bezug auf Geto genommen wird, dass er genau in die gleichen Fußstapfen sozusagen tritt, wie diese beiden Charaktere und das vielleicht etwas ist, was er niemals erreichen wollte. Also um seine Freunde zu beschützen, muss er schlimme Dinge tun und in dem Fall feiere ich den Move, dass Gege das hier gepult hat, dass Yuta die anderen auch anbrüllt und sagt, wenn ihr nichts Unmenschliches tun wollt, um alle zu retten, dann bin ich derjenige, der das am Ende macht. Das finde ich sehr stabil und das gibt ihm so ein bisschen wieder diese Main-Character-Aura. Feiere ich auf jeden Fall. Yuji hat natürlich in den letzten Kapiteln auch sehr, sehr viel diese Main-Character-Momente bekommen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Yuji auch noch einiges abbekommen wird und noch sicher den finalen Schlag gegen Sukuna ausrichten wird. Macht euch da mal keine Sorgen, aber es ist auf jeden Fall gut, dass wir Yuta wieder reinbekommen, nachdem der halt durch zwei geteilt wurde. Und tatsächlich wurde er halbiert, sein Körper war total im Arsch.
Also der hat sich davon nicht erholt. Deswegen musste er wahrscheinlich auch den Körper wechseln, weil sein eigener völlig zugrunde war, mäßig. In dem Kapitel wird uns auch erklärt, dass Gojo derjenige war, der die Haie-Ups getötet hat, und er begründet das mit dem Punkt, dass er so ein bisschen Richtung Geto geht, also dass er zu ihm aufholen wird, wie Geto damals im Gojo-Flashback-Arc eben auch die Menschen abgeschlachtet hat oder eben viele Leute umgebracht hatte oder zu diesem Monster eben geworden ist, und Gojo geht in die gleiche oder ähnliche Richtung, weswegen das halt wieder Bezug zu dem Punkt ist von gerade, dass Yuta auch entschlossen ist, diesen Pfad einzuschlagen, dafür, dass er seine Freunde beschützen kann. Yutas Körper ist völlig im Arsch und ihm bleibt keine andere Möglichkeit, als über Kenjakus Technik in Gojos Körper reinzugehen, und mit der Reverse Curse Technik kann er sich dann dementsprechend auch in Gojo sozusagen recovern oder heilen, sodass Gojo wieder intakt ist, also der Körper wieder funktioniert. Was seinen Körper betrifft, denke ich mal, ist Game Over. Also ich glaube, das wird nicht weiter beleuchtet. Also zumindest habe ich es laut den Spoilern und so weiter nicht entnehmen können, was jetzt mit seinem Main-Körper ist. Spielt auch erstmal keine Rolle, weil Mei Mei in diesem Kapitel bestätigt, dass Yuta 5 Minuten Zeit hat, Gojos Techniken und Körper zu übernehmen und eben die Kräfte einzusetzen und zu fighten in diesem Körper. Und nach diesen 5 Minuten wird es ziemlich unpredictable sein, was mit ihm danach passieren wird. Das Risiko bestehe sogar, dass Yuta am Ende einfach in dem Körper drinnen bleibt und für immer in diesem Körper leben muss. Also quasi der neue Gojo wird, wie das auch mal Anfang JJK-Zeiten so ein bisschen angeteased wurde. Also es wäre eigentlich ein perfektes Foreshadowing, weil oft davon gesprochen wurde, dass Yuta in die Fußstapfen von Gojo tritt oder Yuta eben der neue Gojo ist, auch wenn er nicht vom Gojo-Clan ist oder so etwas. Aber zumindest halt in die Fußstapfen treten würde. Und ich würde das eigentlich ganz cool finden. Ich kann mir das vorstellen, dass in einem möglichen Epilog, also am Ende von JJK, ein Gojo existiert, also nach außen hin gesehen, für die Außenwelt, ein Satoru Gojo, aber innen drin Yuta ist. Und dass quasi der neue Satoru Gojo die neue Stütze, die neue Säule für die Jujutsu-Welt ist. Ich meine, nach dem Tengen-Merch und so weiter muss man sowieso schauen, was ist dann mit der ganzen Welt? Was bedeutet das für die Jujutsu-Welt in dem Sinne? Was bedeutet das für die Jujutsisten? Gibt es das danach noch überhaupt? Oder wie wird man das Ganze beenden? Also wir werden ja sicherlich irgendwie im Epilog oder im letzten Chapter oder so erklärt bekommen, wie es dann weitergeht mit der Welt, wie die Welt dann weiter funktioniert und ja, wie es einfach beendet wird. Wenn wir davon ausgehen, dass dieser Körper hier nicht mehr gerettet werden kann, dann wird er auf jeden Fall nicht mehr zurückspringen können. Oder wenn vielleicht sogar noch irgendein anderer Twist um die Ecke kommt, weil hier ja gesagt wird, ey, wir wissen nicht ganz genau, was passiert nach den 5 Minuten, dann könnte man vielleicht sogar noch was anderes pullen. Je nachdem. By the way, ich habe einen guten Gedanken auch noch gesehen von einigen Leuten. Das möchte ich auch auf jeden Fall ranführen. Die eine Szene aus Shibuya, wo wir Kenjaku vor Gojo gesehen haben und Geto kurz in dem Körper reagiert hat, kann ich mir ebenfalls gut vorstellen, dass Yuta mit dem Körper vielleicht Probleme hat oder generell in einem Fight gegen Sukuna. Vielleicht doch noch eine Szene mindestens, wo wir Gojo sehen werden, dementsprechend der Körper quasi als Gojo reagiert. So als Referenz vielleicht zu der Geto-Szene damals in Shibuya. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass man das macht, weil man ja Geto auch in diesem Kapitel wieder so ein bisschen angeteased hat oder nochmal Bezug darauf genommen hat. Kommen wir zu einer Sache, die ich nicht so gut finde. Und das hat an sich nichts mit Yuta oder Gojo oder mit dem Reveal hier zu tun, sondern es geht mir allgemein eher um den gesamten Arc, beziehungsweise die Arc-Struktur, wie der Arc gewisse Dinge regelt oder handelt. Und zwar geht es um die Flashbacks. Ich sage ja jetzt schon seit einiger Weile, dass der repetitive Vibe, also dass es sich immer wiederholt oder Chapter sich immer wieder ähnlich anfühlen oder gleich anfühlen, nicht wirklich was Neues, Kreatives am Start ist, dass das die Leute auf Dauer so ein bisschen langweilt. Und das kommt ja nicht von irgendwo her. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass die Flashbacks ein Teil davon sind. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, also seit wir in dem Shinjuku-Arc sind, stellen wir fest, dass wir eine Situation bekommen und sie rückwirkend über Flashbacks erklärt wird. Das bedeutet, ein Charakter kommt rein, setzt eine Technik ein, Flashback.
Es wird erklärt, wie es zu diesem Plan kam. Und das kannst du auf jede einzelne Situation innerhalb dieses Arcs beziehen. Auf jede einzelne. Kashimo, Maki, Kusakabe, Miguel, Takaba, erste Runde Yuta, jetzt die zweite Runde Yuta über Gojo, Yuji mit Chozo, Higuruma, das ist völlig egal. Immer Flashback. Immer Flashback, Erklärung. Und das finde ich teilweise ein bisschen zu viel. Vor allem finde ich es nicht glaubwürdig. Ich habe den Eindruck, am Anfang des Arcs ist man ja einen Monat nach vorne gesprungen und hat quasi alles geskippt, um dann hinterher sagen zu können, haha, wir haben alles geplant und haben für 30 Ausweichmöglichkeiten auch 30 Reservepläne. Wisst ihr, wie ich meine? An der Stelle, finde ich, macht man es sich sehr einfach, weil GG jede Situation, jede erdenkliche Möglichkeit schreiben könnte und gleichzeitig diese über einen Flashback lösen könnte, weil er sie gleichzeitig über einen Flashback erläutern könnte. Und das finde ich nicht so geil, sag ich euch ehrlich. Ich hätte es Real Talk besser gefunden, wenn man die Situation ganz normal abhandelt. Man zeigt das Training, dann passiert der Kampf, die Leute scheißen rein, dann macht man vielleicht doch so ein, zwei Flashbacks rückwirkend und sagt, hey, wir haben hier Plot Twist, Plan B, Plan C und so weiter. Aber so wie JJK das aktuell handelt, und das schon seit 30, 40 Kapiteln, ist halt wirklich nur dieser Pfad. Wirklich komplett nur diese Struktur, dieses Schema. Und das feiere ich ehrlich gesagt nicht so sehr. Weil es halt dann völlig normal ist, dass du diesen repetitiven, wiederholenden Vibe, diesen Eindruck bekommst. Das ist schon etwas, was man vielleicht hätte vermeiden können oder halt zumindest nicht so in der Menge bringen können. Also wir werden auch weiterhin noch Flashbacks kriegen, wo rückwirkend erklärt wird, wie gewisse Dinge eben stehen und wie geplant wurde. Natürlich nutzt man die Zeit von einem Monat, aber das wirkt ja teilweise schon so, als hätten sie in die Zukunft gesehen. Wisst ihr, wie ich meine? Also das ist ein bisschen quatschig. Ich halte das nicht für glaubwürdig. Jetzt seid mal ganz ehrlich. Ich halte das wirklich nicht für glaubwürdig. Bei zwei, drei Situationen, alright. Aber Bruder, wir gehen ja schon auf die 10 oder so zu. Also, das ist ja unglaublich. Bei so vielen Kapiteln und so vielen Flashbacks, die wir bekommen haben. Wie gesagt, ihr könnt es auf jeden einzelnen Charakter beziehen. Und das ist meiner Meinung nach langsam ein bisschen too much. Dann habe ich mir heute Morgen kurz die Zeit genommen, um mal einen Überblick zu verschaffen, wie weit wir denn eigentlich sind bei Jujutsu Kaisen. Und da bin ich mal in die Wiki gegangen und habe mal geguckt, ey, was ist der Volume-Stand? Und da habe ich mal gesehen, die aktuellste Volume, die noch nicht draußen ist, ist die 27. Die geht bis Chapter 245. In jeder Volume sind so circa 9 Kapitel drin, ganz selten auch mal 10, aber die Norm ist eher 9 Kapitel. Wenn wir also davon ausgehen, nach Rechnung, haben wir Volume 28 bis Chapter 254, Volume 29 bis 263 und Volume 30 bis 272. So kann man ja so ein bisschen vorauspredikten, wie weit das vielleicht noch gehen könnte, mit den jeweiligen Aussagen, das GG ja meinte, dass es seine letzte Jump Festa gewesen ist 2023, dass dieses Jahr sowieso zu Ende geht. Ich würde das nicht gleichsetzen mit so Aussagen von Oda. Das sind schon Aussagen, die man anders betrachten sollte, finde ich. Weil Jujutsu Kaisen ist kein One Piece. Das Verhältnis ist dann ganz anderes. Und dementsprechend muss man das auch anders, ja, einordnen einfach. Wenn man sich die Rechnung hier so ein bisschen anschaut, wird man feststellen, wir sind gerade bei 261. Das heißt, zwei Kapitel kommen noch an der Zahl. Dann ist Volume 29 vorbei. Bedeutet also, das Ding wird ja nicht in zwei Kapiteln enden, wir kriegen safe noch eine Volume. Also wird es 100% bis Chapter 272 mindestens gehen. Yuta mit Gojo, das sieht nicht gut aus für Sukuna. Und Sukuna ist schon am Rande des Todes. Ich halte es also für sehr wahrscheinlich, dass von dem nicht mehr so viel kommen wird. Vermutlich ist das Einzige, was er noch pullen kann, der Tengen-Merch. Die Heian-Ära-Vergangenheit, sage ich euch ganz ehrlich, braucht man nicht. Sukuna ein Motiv zu geben, muss man nicht. Der ist böse, weil er böse ist. Und das funktioniert in JJK. Wäre natürlich cool, Worldbuilding und so weiter alles zu zeigen und zu erweitern und weiß ich nicht was.
Aber Geges eigene Aussagen sind ja die, dass er darauf keinen Fokus legt. Du kannst vielleicht 2, 3 Panels davon zeigen, wie es in der Vergangenheit schon getan wurde. Oder du machst vielleicht ein Chapter, vielleicht maximal 2. Aber definitiv kein Arc oder so etwas. Wir sind ja schon im Endgame, wir sind ja schon im Finale. Wenn wir davon ausgehen, dass Kenjaku noch einen Twist hat mit dem Tengen-Merch und so weiter, dann möglicherweise kann man vielleicht sogar noch eine 31. Volume packen. Also im Endeffekt ordnen wir uns so bei 11 bis 20, 21 Kapitel ein, so roundabout plus minus 1, 2 Kapitel, je nachdem, ob das letzte Chapter länger ist oder nicht, das kann man ja nie vorher sagen. 11 Kapitel sind vielleicht ein bisschen zu wenig, aber 20 Kapitel halte ich für einen guten Punkt. Und das würde sich auch decken mit dann 31 Volumes. Wenn man halt die 30 komplett glatt machen will, dann wären es nur noch 11 Kapitel, weil 9 mit der 30. Volume und 2 in der jetzigen Volume sind halt 11 Chapter noch. Und so kann man das immer weiter neu drehen. Also mit der 32. Volume wären es dann 29 Kapitel, mit der 33. Volume wären es 38 Kapitel. Es wird aber nicht passieren, weil GG dieses Jahr Ende machen will. Wenn er es denn schafft, mit den ganzen Pausen mit einberechnet und so weiter und so weiter. Von daher ist die Rechnung schon relativ akkurat und ich würde sagen, an der kann man sich orientieren. Yuta im Gojo-Mode und Sukuna setzen beide ihre Domain ein. Das bedeutet, wir kriegen am Ende Unlimited Void und auf der anderen Seite Malevolent Shrine gegeneinander wieder. Es geht wieder rein in die Domain-Battles. Hab sehr Bock. Ich glaube aber, das wird nicht so lange anhalten. Jedenfalls, ich denke, Sukuna wird nicht mehr lange machen. Ich gebe dem vielleicht noch 2 Kapitel, dann ist der erledigt. Also wenn Gege Akutami ihm jetzt wieder ein Ass gibt, wieder irgendeine Technik gibt, womit er sagt, das ist meine Anti-Yuta-Technik, die ich seit der Heian-Ära habe, die ich noch nie gezeigt habe. Bruder, da muss ich aber sowas von los, Alter. Langsam, jetzt, spätestens mit den Gojo-Fähigkeiten, sollte der Kampf in eine Endphase gehen. Sollte Sukuna vernichtet werden. Yuji schlägt da 25 Black Flashes drauf ein, Todo mit seinem komischen Musikinstrument und Yuta in Gojos Körper mit allen Techniken. Bruder, was willst du denn noch machen? Sukuna ist schon am Rande des Todes. Wenn er das weiterhin noch überlebt, dann wird es langsam wirklich lächerlich. Also dann wird es wirklich eine Clownshow. Ich kann mir gut vorstellen, dass Yuta nicht perfekt so ist wie Gojo Prime. Dass er nicht wie der originale Gojo direkt mit allem umgehen kann. Vielleicht gibt es irgendwelche Beschränkungen oder so etwas. Das kann man ja sicherlich machen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, mit den Fähigkeiten, die er da jetzt hat, und die kann er ja usen, wie wir gesehen haben, werden die Sukuna auseinandernehmen. Da kommt nur noch der Tengen-Merch und dann ist das Ding over. Also, Fazit zu diesem Kapitel. Ich muss sagen, Chapter hat mir sehr gut gefallen. Baba-mäßiges Kapitel, sehr krasser Reveal, sehr geil. Auch ein bisschen abseits von den Theorien, die Leute hatten. Aber ich denke, der Gedanke mit Yuta ist sicherlich bei dem einen oder anderen auch schon aufgekommen. Aber die anderen Dinger waren definitiv präsenter oder beliebter. Cooler Moment für Yuta. Krasse Gegenüberstellung auch. Was es für ihn bedeutet, diesen Schritt überhaupt erst zu tätigen, finde ich. Und vor allem muss man sagen, jetzt mit dieser Kraft gehen wir progress-wise weiter nach vorne. Also ich hoffe es zumindest, dass der Kampf endlich sein Ende finden wird. Also dass das nicht noch in 50 weitere Runden geht. Ich hoffe nicht, dass wir nicht in das Hamsterrad weiter verfallen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte das sehr. Ist Setup, ist Foreshadowing. Das kommt nicht von irgendwoher. Man hat öfters davon gesprochen, dass Yuta der neue Satoru Gojo wird. Und möglicherweise wird er das auch noch für die Nachwelt werden. Quasi als Säule der Jujutsu-Welt. Ansonsten wäre es das von meiner Seite aus gewesen. Lasst mir gerne eure Meinung zu diesem Reveal unten in den Kommentaren da. Ich bin sehr froh, dass es ein Bait war und dass Gojo nicht wiedergekommen ist. Das hätte ich nicht gut gefunden. Ja, an der Stelle gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao.